Hallo und herzlich willkommen zum Spielupdate 5.10 Ossos. Ja, und natürlich zu einer neuen Folge Star Wars: The Old Republic Imperial Agent bzw. Scharfer Schütze. Ich werde erstmal den Gegenstand hier ganz kurz mal reinziehen, das stört ihn nur. So, ich bin hier schon mal zu meinem Schiff geflogen, um die nächste Quest zu machen, nämlich hier der Stand der Zukunft. Du hast die in der Themaverschwörung abgeschlossen und in der Allianz ist es momentan recht ruhig. Geh zum Terminal deines Schiffes und den Wendepunkt an, um herauszufinden, was als nächstes passiert. Hier haben wir schon Ossos und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit der neuen Story. Ich bin richtig gespannt, wie es losgeht und ja, ich würde sagen, ich wünsche jetzt viel Spaß. Dies beginnt die Geschichte Belagerung der Jedi. Sie spielt nach den allen vorherigen Story-Inhalten von Star Wars: The Old Republic. Durch Beginn dieser Mission werden deine Klassen-Story geschmiedet, Bündnisse auf Revan, vor dem Empire, als auf der Ethernet-Thron, Krieg um Ioka, zwischen Allianzen abgeschlossen, weil alle Entscheidungen basiert auf den Schaden deiner Klasse getroffen. Möchtest du wirklich fortfahren? Ich bin noch nicht bereit. Ich verstehe. Beginnen wir Belagerung der Jedi. So gesehen haben wir alles gemacht. Wir haben geschmiedete Bündnisse fertig, Schatten von Revan haben wir fertig. Vor dem Empire, Eternal Throne, Ioka, der Allianzen, das wird bestimmt die Flashpoints sein. Ja, das haben wir alles geschafft, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt in 3, 2, 1, go! Bewirken dieser Mission werden automatisch alle offenen Missionen in der Klassenstory und alle Inhalte von Shadow of Revan abgeschlossen. Möchtest du wirklich fortfahren? Okay. Sprich mit Lana, müssen wir das Ganze denn machen? Auf Ossos anscheinend, ne? Sprich mit Lana über die Notwendigkeit der Allianz, eine enge Pasche. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt nach Ossos fliegen oder muss ich jetzt hier? Ich klicke einfach mal hier rauf und klicke einfach mal auf Reisen. Ne, wir müssen nach Odessen anscheinend. Das sollten die echt mal hinschreiben, wo man hin soll. Ja, bisschen blöd gelaufen, aber egal. Dann gehen wir eben nach Odessen. Das überspringe ich jetzt hier mal, das kennen wir ja. So, da werden wir hier, wo alle vorstehen. Krass. Hier steht Lana Beniko und ich würde sagen, wir beginnen. Ich wusste, dass die Allianz auf Odessen gedeihen würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass sich dieser Ort so sehr nach Zuhause anfühlen würde. Ihr solltet stolz auf das sein, was ihr hier erschaffen habt und auf die Verbündeten, die ihr gefunden habt. Das haben wir gemeinsam erschaffen. Wir haben viele Opfer erbracht. Es war nur vorübergehend. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ihr überschätzt meinen Anteil daran. Die Allianz ist immer noch eine gewaltige Macht, aber wir sind nicht stark genug, um es mit der Republik oder dem Imperium aufzunehmen. Leider ist ein Kampf unvermeidlich. Es gibt Auseinandersetzungen im wilden Raum, Unruhen auf Quesh. Ein galaktischer Krieg steht unmittelbar bevor. Wir können es uns nicht leisten, neutral zu bleiben. Wenn die Allianz überleben soll, müssen wir uns mit der Republik oder dem Imperium verbünden. Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir werden euch folgen. Ja, entscheiden wir uns. Ihr würdet gegen das Imperium kämpfen? Wir werden Unterstützung verlieren. Ihr habt recht, Lana. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wen wollt ihr also unterstützen? Die Republik oder das Imperium? Dadurch, dass wir ja imperiale Spieler sind, werden wir erstmal Imperium spielen. Ich werde euch allerdings irgendwann später auch nochmal die Republik-Version zeigen. Also diesmal werde ich allerdings jetzt erstmal auf Imperium spielen. Ich bin dem Imperium treu ergeben. Wie ich erwartet habe. Ich wende mich an meine Kontakte im Imperium. Sie werden sich bald melden. Okay, sprich mit deinem imperialen Kontakt. Das sollten die echt mal besser hinschreiben, wo das ist. Soll ich jetzt nach Ossos fliegen oder soll ich hier stehen bleiben?
Na, glatt als Kantine auf der Promenade auf von Nasha da. Okay, das sollten die da echt hinschreiben. Also nochmal Nasha da. Egal, wie letzte Folge. Ich hätte die letzte Folge gleich mitnehmen können. Und ich klicke auch noch daneben. Super, geht super los hier. Also ab nach Nasha da. So, auf Nasha da angekommen. Ah, ein roter. Ja, versuchen kann man es ja, ne? Oh, da ist aber noch ein roter, warte, das muss ich ganz kurz nochmal machen. Das ist aber noch ein... Alter, was ist hier gerade los? Alter, was ist hier gerade los hier? Mann, was habe ich nie so für Glück? Was ist denn gerade los? Warum sind so viele Rote? Was habe ich nie so für Glück? Sorry, diese ganz kurze Unterbrechung muss kurz sein. Den ruhe ich mal auch noch ganz kurz. Und krieg einfach mal bei keinem was raus. Krass. Okay, dann machen wir jetzt noch weiter. Schade. Aufzug zum ersten Stock. Och, guck mal, es gibt den Fahrstuhl jetzt auch. Wow. Krass. Wenn das nicht die Heldin der Black Talon ist, ihr ständiges Überleben ist wahrlich ein Wunder. Ich bin NR02, ehemaliger Diener von Groß Moff Kilran. Nach seinem tragischen Ableben habe ich einen neuen Herrn gefunden, der anonym bleiben möchte. Mein Beileid. Das klingt zwielichtig. Ich verhandle nicht mit Druiden. Du gehörst nicht zum Sith-Geheimdienst. Mein Herr hat seine Gründe, aber ich kann Ihnen versichern, dass er immer im Interesse des Imperiums handelt. Das Imperium weiß Ihre Treue zu schätzen und unterstützt die künftige Partnerschaft voll und ganz. Als Anführerin der Allianz werden Sie die Moral steigern und Ihre Verbündeten unter einem Banner vereinen. In Anbetracht der Kriegsbedrohung und schwindenden Ressourcen ist Ihre erste Priorität der Schutz unseres Treibstoffs, der Nahrungsvorräte und der Rohstoffe. Wir müssen Sie von der Republik fernhalten. Kein Problem. Wieso sollte die Allianz außen vor bleiben? Was? Kein Blutvergießen? Wäre es nicht einfacher, die Allianz und das Imperium zu vereinen? Es wurde diskutiert, aber Kaiserin Asina forderte, dass die Allianz unabhängig bleibt. Sie möchte das Imperium als respekteinflößenden Verbündeten präsentieren und nicht einfach als Eroberer. Es gibt Berichte, dass sich auf dem Planeten Ossos Konflikte zusammenbrauen. Mit ihrer Hilfe könnte die Allianz dem Imperium einen Vorteil verschaffen. Kehren Sie in der Zwischenzeit nach Odessen zurück und warten Sie auf Kontaktaufnahme. Lang lebe das Imperium! Okay. Ja. Lange lebe das Imperium. Jetzt aber nichts wie hoch. Achso, man kommt gar nicht nach oben. Ach guck mal, die Konsole ist jetzt sogar weg. Die wird nur angezeigt, wenn man die Quest doch hat. Guck mal, jetzt haben sie es hingeschrieben. Jetzt steht's da. Sprich mit Lana auf Odessen. Okay, dann reisen wir wieder nach Odessen. Wieder 5000 Credits weg. Warum gebe ich eigentlich die ganze Zeit die 5000 Credits aus, wenn ich mich doch einfach porten könnte? Ja, gute Frage, ehrlich gesagt, die ich mir ehrlich gesagt gerade auch stelle. So, auf Odessen wieder angekommen. Ich habe ja dummerweise keinen Teil mehr gestellt, deswegen weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie spät wir es gerade haben. Aber egal. Seid gegrüßt, Commander. Ich bin Moff Pyron, Aufseher der 22. Angriffsflotte des Sith-Imperiums. Auch wenn ich die Details eurer Karriere beim Geheimdienst nicht kenne, war das, was ich gehört habe, äußerst beeindruckend. Es ist nicht verwunderlich, dass ihr eine so einflussreiche galaktische Gruppierung anführt. Ich hoffe, das freundschaftliche Verhältnis zwischen eurer Allianz und dem Imperium zu stärken. Ja, das Gespräch kennen wir ja schon. Hehehe. Klingt gut. Was für ein äußerst großzügiges Angebot. Vergeudet meine Zeit nicht mit Schmeicheleien. Wir kennen ja so gesehen schon jede Antwort, deswegen ist es eigentlich ziemlich egal, was ich jetzt hier anklicke. Das höre ich gern. Was genau habt ihr euch vorgestellt? Auf der alten Jedi-Welt Ossus ist derzeit ein kleiner imperialer Stoßtrupp in eine Geheimoperation verwickelt. Ich hoffe, dass ihr sie unterstützen könnt. Was für eine Art von Unterstützung?
Die Operation wird von einem jüngeren Mitglied des Rats der Sith geleitet. Darth Malora, der Leiterin der Wissenschaftsforschung. Obwohl Malora brillant ist, ähnlich wie Kaiserin Asina selbst, ist sie bei weitem nicht so geduldig wie Asina, wenn es um militärische Operationen geht. Laut Plan sollte Malora ihr Ziel schon längst erfüllt haben. Unter diesem Leistungsdruck wird sie wahrscheinlich einfach ihre Truppen frontal auf das Problem hetzen und jegliche Strategie außer Acht lassen. Meine besten Infanteristen der Rabentrupp nehmen an der Operation teil. Es wäre ein großer Verlust für das Imperium, wenn ihr Leben verschwendet werden würde. Erzähl mir von Darth Malora. Ihr seid ein treuer Anführer. All das für ein paar Handlanger? Ich weiß nicht, ob ich schon mal von Malora gehört habe. Gibt es etwas, das ihr mir über sie erzählen könnt? Sie nimmt ihre Arbeit sehr ernst und hat so gut wie kein Interesse an der Meinung Außenstehender. Als ein Mitglied des Rats der Sith entzieht sich Malora meinem Einfluss. Aber jemand wie ihr, eine Außenseiterin, deren Loyalität hoch geschätzt wird, ihr könntet vieles erreichen, das mir verwehrt bleibt. Ich kann mir die Situation genauer ansehen. Wie lautet die Mission des Stoßtrupps auf Ossus? Die Jedi haben auf dem Planeten eine geheime Kolonie gegründet. Wir glauben, dass sie dort trainieren und sich auf den Krieg vorbereiten. Die Truppenstärken der Jedi sind jetzt schon gering. Diesen Trainingskomplex zu zerstören, würde unseren Vorteil enorm ausbauen, wenn der Krieg richtig ausbricht. Und Malora wird damit nicht fertig? Können wir nicht aus dem Orbit angreifen? Jedi zu töten macht mir Spaß. Ich nehme an, eine Orbitalbombardierung kommt nicht in Frage? Für große Schiffe ist es schwierig, sich Ossus zu nähern. Das würde viel Zeit kosten. Den Jedi die Gelegenheit geben, zu entkommen und andernorts die Schlagkraft unserer Flotte schwächen. Ich schicke euch alle verfügbaren Daten zu Malora und der Operation. Eure Unterstützung wird zweifellos den Erfolg der Operation garantieren. Ich bin sicher, dass Kaiserin Asina das zu schätzen wissen wird. Vielen Dank für eure Zeit, Commander. Ich freue mich schon auf Nachrichten von eurem Triumph. Ruhm dem Imperium! Ruhm dem Imperium, Moff. Ich würde empfehlen, dass ihr allein nach Ossus reist. Wir wollen doch nicht, dass Malora und ihre Truppen das als Machtdemonstration betrachten oder sie mit unerwarteten Verbündeten verwirren. Übersetzung. Nehmt nicht den ehemaligen Spion der Republik oder sonst jemanden mit, den sie sofort erschießen würden. Der erste Eindruck zählt nun mal. Ha, geht es schon wieder um die Frisur? Ich sorge dafür, dass eine Fähre für euch bereitgestellt wird. Möge die Macht euch stets dienen, Commander. Ja, Darth Malora, da ist er. Die kennen wir ja schon, das Gespräch kennen wir ja übrigens auch schon. Oh nee, Credits sind voll, verdammt. Okay, dann machen wir ganz kurz einen kleinen Break, ich gebe ganz kurz die Credits ab. So, ich bin jetzt erstmal leer und wollte nur ganz kurz sagen, dass ich übrigens noch was bekommen hatte für eine Eroberung, und zwar so eine Verstärkungskomponente. 10 Komponenten in deinem Verstärkungsmodul, was das eigentlich gerade bringt. Irgendwas von Gildenvorteilen wahrscheinlich, wie es da ja steht. Übrigens sieht das neue Gildenfenster hier. Auch nicht schlecht. Vorteile hier. Kann man sich alles kaufen. Natürlich ziemlich teuer. Hier steht übrigens auch gerade, wie viele Leute online sind. Auch nicht schlecht. Was auch eigentlich auch da oben steht, aber egal. So, und hier haben wir auch noch so ein kleines Protokoll. Herausforderungszeug. Beschreibung, Nachricht des Tages. Der ganze Kram, den wir ja so auch schon kennen. Und ich würde sagen, jetzt labern wir gar nicht mehr groß rum und starten direkt mit dem neuen Update. Und ja. Ossus. Leertaste.
keine plötzlichen Bewegungen, wenn ich bitten darf. Ich bin hier, um zu helfen. Tatsächlich? Auf persönlichen Wunsch von Moff Pyron. Nun, das ändert die Sachlage. Ihr kommt mir bekannt vor. Irgendwie. Haben wir schon einmal zusammengearbeitet? Dieser Aufruhr ist unerträglich. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Was ist hier los? Ihr. Ich hätte wissen müssen, dass eine so ruhmsüchtige Hündin wie ihr früher oder später mitten in meinen größten Erfolg platzen würde. Was hat die Allianz hier zu suchen, Commander? Ich hatte schon bessere Begrüßungen. Ich bin hier, um zu helfen. Das ist alles. Spart euch die Fragen. Zuerst richtet man Blaster auf mich und jetzt das? Warum diese Feindseligkeit? Das hier ist keine Ansammlung von Trotteln. Wir alle wissen, was eure Absicht ist. Das ist meine Operation. Ich werde dafür sorgen, dass sie auf meine Weise durchgeführt wird. Und wenn ihr unbedingt euren Beitrag leisten müsst, bin ich sicher, dass der Major eure Hilfe bei irgendwas gebrauchen kann. Was auch immer ihr tut, macht es leise. Ich muss mich auf meine Schöpfungen konzentrieren. Ihre Schöpfungen werden uns genauso schnell umbringen wie die Jedi, Idiotin. Was genau ist hier los? Ihr stellt wirklich ein Sith in Frage? Maloras, eine nutzlose Närrin. Warum erzählt ihr mir nicht mehr darüber, was hier vor sich geht, Major? Unsere Erfolgschancen steigen von Sekunde zu Sekunde. Jetzt, wo ihr hier seid, könnten wir echt was bewirken. Knien wir uns rein, okay? Ziel ist es, die Kolonie der Republik zu zerstören und alle Jedi auszuschalten, die wir finden können. Unsere Truppen können jederzeit loslegen. Will unsere Sith-Eminenz, dass wir das tun? Oder hält sie uns alle zurück, während sie an ihrem kleinen Wissenschaftsprojekt arbeitet? Wissenschaftsprojekt? Geonosianer. Mutierte, turbogeladene, verrückte Geonosianer. Sie sind Mörder, damit hat sie recht. Ihnen ist es einfach egal, wen sie töten, ob Imperiale oder Republikaner. Die verwandten Spinner haben einen meiner Jungs, Brox, erwischt, als er auf Patrouille war. Wir haben den Kontakt verloren und er ist nicht mehr zurückgekehrt. Ob tot oder lebendig, seine Ausrüstung enthält Informationen, die unsere Position verraten könnten. Das kann ich nicht riskieren. War gerade dabei, nach ihm zu suchen. Wollt ihr mir helfen? Ich bin dabei. Warum hat die Suche noch nicht begonnen? Besser als mit Malo herumzuhängen. Okay. Das ist ein bisschen fies, ne? Komm. Ich helfe gerne, Major. Zeigt mir einfach die Richtung. Das ist toll. Ich bin bereit, sobald ihr es seid, Commander. Ich bin bereit. Alter, pack nicht so rum. Ah, als Gefährten. Ei, ei. Wir haben eine Gelegenheit für Sie entdeckt. Könnt euch gerne durchlesen. Begeben Sie sich zu den imperialen Kämpfern in der Nähe. Okay. Malgus als Gefährte, genau, das haben wir auch schon im Datamining rausgefunden. Das ist ja mittlerweile kein wirkliches Geheimnis mehr. Also. Ja, Achtung! Das Gespräch, das kennen wir so gesehen eigentlich auch schon. Ah, hier sind wir. Hier gibt es auch direkt schon mal eine erste Quest. Ich glaube, das ist aber, ist das eine Daily oder ist das jetzt keine Daily hier? Ah, hier sind wir, okay. Das sind, glaube ich, die Dailies, nicht wahr? Zeitbegrenzte Mission. Acht Medaillen. Was hat das mit dem Planeten hier zu tun? Einen einzigen normalen oder ranglisten PvP. Ja, so kann ich das auch normal machen. Okay, nehme ich es einfach mal mit. Okay, gehen wir mal nach oben. So. Der Fahrstuhl funktioniert da jetzt auch. So, was ist jetzt eigentlich hier mit der Fähre? Ach so, das ist ein Bug gewesen am PTS. Okay. Hier haben wir jetzt auch ein paar Wände. Ich glaube, die waren vorher auch noch nicht da. Ist auch ein bisschen neu. Was muss ich hier noch machen? Programmiere Raummega-Transponder um. Alter, was haben die mit diesen Beschreibungen? Ist das ein Fehler?
Boah, Alter. Das leckt. Also machen wir erstmal diese Quest, würde ich sagen. Raumjäger Transponder, ich weiß nicht, ob die damit Transporter meinen. Guck mal, das ist doch auch neu und nicht wahr? Okay, machen wir das einfach mal. Achtung! Achtung, ja, Achtung. Ist hier auch was? Da ist auch was. Ja gut, eine geschenkte Bonus. Aber dafür 14.000 Credits. Ich lasse mal den Chat mal offen, dass wir es sehen können. Es sei denn, es ist ein Gespräch. Die Chancen für das Überleben der Piloten sind ja, sehr ruhig. 382% gestiegen. Ich wechsle auch gleich mal hier auf die andere Instanz. Ach guck mal, Gilde ansehen kann man sogar jetzt auch. Geil. So, ganz aus PvE gewechselt ist ein bisschen sicherer. Und ich würde sagen, sehen wir einfach mal den Gleiter und fliegen direkt los. Ach guck mal, da hinten kommen wir doch nicht hin. Okay. Ich dachte, da kommt irgendwie so ein Story-Bereich, aber anscheinend kommt die doch nicht. Das machen wir aber erstmal immer so, dass wir den ganzen Flug auch sehen können. Ja, das heißt ganzer Flug. Ein ganzer Flug ist es eigentlich nicht wirklich, aber dafür kann man ein bisschen mehr sehen. Kleiner Pro-Tipp übrigens nebenbei so. So. Ach komm, mit Schneebällen können wir auch gleich rumeiern. Was war das jetzt eigentlich? Puh, das war knapp. Ja. Schneebälle. Funktioniert das ja eigentlich auch schon richtig? Ja, funktioniert. Nice. Okay, wo müssen wir hin? Sondenscan-Bereich. Scanne an der markierten Position nach Hinweisen auf Brex. Aber ich würde sagen, bevor wir damit anfangen, machen wir erstmal einen Folgenschluss hier. Alter, die spoilern hier schon wieder alle. Ich glaube, ich mache den Chat doch mal wieder weg. Also ich würde sagen, wir machen heute erstmal Schluss für heute und dann morgen geht es weiter. Bis bald und ciao.